Und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, und zwar im Solo-Abenteuer Der große Coup. Heute zum 16.05.2019 und wir haben genau 19.09 Uhr. Und ich war gerade noch dabei, hier gegen den Lich King zu kämpfen mit dem Paladin. Und ich habe aber gesagt, wenn das Ding rauskommt, dann bin ich raus. Und das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Wie gesagt, wir haben 10 nach. Und ich freue mich tierisch drauf. Der große Cube hier, Verschwörung der Schatten, etc., etc. Wir steigen da jetzt einfach mal ein. Dalaran, die bezaubernde, schwebende Stadt der Magie. Schon bald wird sie uns gehören. Oh boy. Ja, Dalaran, wir haben hier auf jeden Fall eine Map mit Chaptern und so weiter. Probiert das erste Kapitel aus. Kapitel abgeschlossen, noch keins natürlich. Verteilt euch, geschätzte Mitschurken. Wenn dieser Plan gelingen soll, muss jeder seine Aufgabe erfüllen. Okay, Aufgabe erfüllen. Bank von Dalaran, also erstens Bank von Dalaran. Freischalten, brecht in die Bank von Dalaran ein und raubt ihre wertvollsten Artefakte. Der Haken, Kiste voll Gold. Dieses Kapitel geht aufs Haus. Viel Spaß damit. Kapitel freigeschaltet. Kapitel 1, Bank von Dalaran. Wow. Ja, ich bin tierisch aufgeregt, ich freue mich mega. Bank von Dalaran, du ablenkst alle Wachen, wir spitzen alle Glitzerbeute. Okay. Ja, brecht in die Bank von Dalaran ein. Hier können wir nichts klicken. Was ist das? Erreicht den fünften Boss dieses Kapitels, um 3 Kartenpackungen zu erhalten. Aha. Anomalie-Modus gesperrt. Aktiviert einen zufälligen Effekt, der für den gesamten Beutezug anhält. Wird freigeschaltet, wenn ihr alle Kapitel besitzt. Okay, los. Wir haben eine illustre Crew aus entrechteten Bösewichten zusammengestellt. Alle haben ihre eigenen Stärken. Ah ja. Ich bin, was ihr ein kriminelles Element nennen würdet. Okay. Magier. Der verschlagene Feuerelementar aus Tokwoggles Laterne. Okay, dann haben wir noch Schamane. Gesperrt, erfordert Kapitel 2. Hagatas Schamane. Jäger, erfordert Kapitel 2. Was ihr ein kriminelles Element nennen würdet. Ab Woche 2 offen, ab Woche 3 offen, ab Woche 4 offen. Ja, offensichtlich müssen wir den Magier spielen, was ich aber auch gar nicht schlecht und cool finde. Mit dem hätte ich sowieso gestartet. Sind unsere Raubzüge in Dalaran erfolgreich? Können wir unsere kleptomanischen Fähigkeiten immer weiter ausbauen? Ah ja. Also, Bosse besiegt als Magier 0, wählt eure Heldenfähigkeit. Das hier erinnert auf jeden Fall sehr an die Schatzjagd von Kobolde und Katakomben und es erinnert sehr an die Troll-Arena. Wir haben hier, euer Gegner beginnt. Das Spiel ist mit einer Kiste voll. Was? Das Spiel mit einer Kiste voll Gold. Euer Gegner beginnt das Spiel mit einer Kiste voll Gold, okay. Und wir haben hier noch ein paar andere Heldenfähigkeiten. Feuerschlag, auf jeden Fall die Standard-Magier-Dings. Ist auch das Einzige, was wir nehmen können hier. Heldenfähigkeit verringert die Kosten einer zufälligen Karte auf eurer Hand um 2. Interessant. Heldenfähigkeit verringert einen Charakter ein, fügt ihm 2 Schaden zu, wenn er bereits eingeführt. Auch interessant. Ah ja, und das muss man freischalten anscheinend. Ruft Elementare herbei, 0 von 25. Friert Diener ein, 0 von 25. Interessant. Bescheidenen Deck. Die anderen Karten müssen wir uns erst noch besorgen. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir haben ja keine Wahl. Die Wachen und Bürger von Dalaran werden sich gegen uns erheben. Packt eure fiesesten Tricks aus und räumt sie aus dem Weg.
Okay, unser erster Gegner bei der große Coup hier mit dem Standardzeug ist, ach du meine Güte, Marei Loom oder so. Der nächste ist die Heldenfähigkeit. Vertauscht die Karte ganz links auf eurer Hand jedes Spielers mit der, einer Karte aus seinem Deck. Okay. Oh boy. Und noch so ein langer Arbeitstag. Der nächste. Die Karte ganz links auf der Hand wird getauscht. In dem Fall Sheep, finde ich in Ordnung. Wir haben hier. Wachen von Bank, Abenteurer. Pah! Niemand wollte, dass ihr Mopsen Glitzerbeute. Bewohner von Dalaran, kein Sinn für Humor. Hier wird sich Ja. nicht vorgedrängelt. Ach, das ist doch wunderbar. Das ist ja wunderbar. Ich muss natürlich auch ein bisschen be. Steigen aus Lampe, machen Brutzel, Brutzel. Ich muss natürlich auch ein bisschen bedenken, dass ich die Sachen freischalten will. Die Wahrheit ist hier drinnen. Ich meine, ich könnte auch hier pingen und ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar schlauer. Jeder Spieler erhält zwei Münzen. So, jetzt kann er mir den auf jeden Fall nicht Tut wegnehmen. mir leid, dafür müsst ihr euch nochmal anstellen. Aber ist vielleicht schlauer, wenn ich jetzt anfange, Face zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich mache das mal so. Face oder nicht Face? Ah, ich warte mal noch einen Turn, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich musste, ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Fünf? Ein Damage off. Mach ich mal so. Man darf auch nicht zu lange warten, ne? Man darf auch nicht Tut zu lange mir leid, warten. ihr seid in der falschen Schlange. Nächster. Seine Dämonen. Ah, super. Ja, okay. Nehmt so viel ihr tragen könnt. In ganz Dalaran verstreut liegen mächtige Artefakte. Haltet die Augen auf, dann werden sie schon bald uns gehören. Ja, also auch das ist so ähnlich wie in den anderen, also wie bei Trollarena und so. Ich finde es aber echt cool, dass wir hier, dass das Grinden, sage ich jetzt einfach mal, dass es Sinn macht, dass wir uns da so weiterentwickeln können mit der Auswahl der Hero Power und so weiter. Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Aber wir machen jetzt mal weiter hier. Passiv setzt die Kosten all eurer Handkarten am Ende eures Zuges auf einen zufälligen Wert. Boah, nee, da weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Mein gut, kann man natürlich auch dann immer
das nutzen, was gerade cool ist. Passivruf zu Beginn des Spiels 3 Boombots herbei. Fände ich eigentlich nicht schlecht. Zieht zu Beginn 2 Karten, ist auch nicht schlecht. Komm, ich nehme das mit den Boombots. Passivruf zu Beginn des Spiels 3 Boombots. Da habe ich 3-1-1er auf dem Feld. Von wegen, kleineres Übel. Unsere Organisation wird mit jedem Sieg mächtiger. Und mit der Beute, die dabei rausspringt, könnt ihr euer Deck aufpolieren. Okay, also, wir haben hier Zauberschaden, Zugkraft, Legenden. Zauberschaden schockt mich jetzt nicht so. Zugkraft finde ich ganz nett. Ja, ich muss natürlich die Legenden nehmen. Je weiter wir vordrängen, desto stärker werden die Beschützer der Stadt. Ich empfehle euch, es mit den Regeln nicht so genau zu nehmen. Okay, als nächstes haben wir hier die Mondpriesterin. Passive Heldenfähigkeit, alle Heileffekte sind verdoppelt. Okay, also wahrscheinlich auch meine. Rakanishu! Da habe ich gerade an was anderes gedacht. Ja, ist auf jeden Fall nice, weil so kriege ich immer die Kiste voll Gold weg, im Prinzip. Im Namen des Lichts. Die ersten krassen Sachen, die gespielt werden, kann ich auch direkt wegmachen. Freunde, der Diener stirbt. Ja, das nehme ich. Im Namen des Lichts. Was? Zombie-Fraß. Der Schöpfung. Vielleicht auch eine Planänderung. Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht kaputt mille, ne? Wie Mondpriesterin. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Stellt 10 Leben wieder her. Okay. Das Mond ist leuchtend auf euch herab und auf mich. Genug Suppe für alle da. Okay. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht melde. Lasst uns handeln. Lasst ihr euch annehmen. Komm, einfach YOLO jetzt. Einfach Face. Ja. So sieht's aus. Bitte nicht anfassen. Okay. Erblick die Instrumente der Schöpfung. Für die Quest auf jeden Fall. Eine neue Akquisition. Sehr schön. Der zweite ist auch down. Das läuft. So, wählt eure Beute. Elemente. Ja. Zugkraft.
Ja. Oder eiskalt erwischt. Ich nehme Zugkraft. Der nächste hat die Heldenfähigkeit, wirkt einen zufälligen Zauber, der in diesem Spiel gewirkt wurde. Oh boy. Okay. Okay. Hallo, erbärmliches, schreckliches Riesen. Ihr habt Glück, dass ich keine Stimmen nachahmen kann. Jedenfalls noch nicht. Das finde ich auf jeden Fall mega cool hier mit den drei Bumbots. Das gefällt mir. Ja, jetzt mache ich erstmal schön Zauber, damit der dick wird. Explosive Runen auf jeden Fall. Zack, zack, zack. So, schön nochmal hier Coin, damit der dicker wird. Coin, damit der dicker wird. Und nochmal explosive Runen, damit er dicker wird. Jetzt habe ich da schon zwei Fünfer liegen. Coin, Coin. Ah ja. Komm, erstmal gucken. Okay. Dann mache ich jetzt so. Und so. Ja. Gar nicht so schlecht. Eislanze. Jo. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Bumbot. 4 Damage. Okay. Ja, es ist fast, aber reicht leider nicht. Zieht eine Karte, wenn er eingefroren ist. Fügt. Ja, für den ersten Run doch gar nicht mal so übel bis jetzt. Wählt einen Schatz. Übermächtig. Nachdem ihr in diesem Zug eine Karte ausgespielt habt, wird sie erneut ausgespielt. Boah. Sense des Seelenernters. Todesröcheln ruft alle Diener herbei, die in diesem Beutezug von dieser Waffe vernichtet wurden. Wie jetzt? So wie bei dem Lich King der Waffe? Also ich mache damit vom Gegner was kaputt. Und er kommt dann für mich aber wieder, oder was? Grimmiger Gast, ruft am Ende eures Zuges eine Kopie dieses Dieners herbei. Boah, das ist natürlich episch, den hier nicht. So, was haben wir noch? Inspiriert, klar, Hero Power. Das wäre natürlich nice mit den Bumbots, ne? Aber leben die bis zum 5-Mana-Zug? Ich glaube nicht. Geheimnisse wäre auch interessant. Inspiriert wäre interessant. Oh, das ist schwierig, ne? Ist wirklich schwierig. Ich nehme Legenden. In den Kneipen und Wirtshäusern von Dalaran wird nicht gekämpft. Dort versammeln sich ziemlich üble Gestalten, wie wir. Mischt euch und das Volk. Okay.
Der hat anscheinend keine Hero Power, aber nach der Ansage wird irgendwie nicht gekämpft oder so. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Verändert euer Abenteuerdeck für diesen Beutezug. Diener austauschen, Werte anpassen. Ihr habt die Wahl. What? Okay. Das ist ja cool. Zum Zauberkasten. What? Neue Gäste sind hier immer willkommen. Hereinspaziert. Oh, wow. Was habe ich hier? Ah, ich habe anscheinend zwei Mana, zwei Goldstücke. Gebt eure Goldstücke für Karten aus, um euer Deck aufzupolieren. Mhm. Wählt einen feindlichen Diener, fügt ihm euren Abenteuerdeck hinzu. Ja, wahrscheinlich ihn oder sie. Wählt einen befreundeten Diener, entfernt ihn aus eurem Abenteuerdeck. Nö. Verleiht einem befreundeten Diener +2/+2 in diesem Beutezug. Ah ja. Was würde ein Bösewicht tun? Die Frage ist halt, will ich einen Keltosat oder will ich die? Ich glaube die. Oh, schön. Ihr habt einen neuen Freund gefunden. Jupp, so sieht's aus. Verleiht einem befreundeten Diener +2/+2 in diesem Beutezug. Finde ich eigentlich auf den ganz gut. Oder auf den. Geschichte habe ich schon mal gehört. Die ist gut. Ja. Viel Spaß in dem ganzen Chaos, das ihr da draußen stiftet. Danke, danke. Den habe ich. Bewohner von Dalaran wütend über Raubzüge und Aufruhr. Spielverderbler. Okay. Jetzt sind wir beim vierten Boss. Rohe Gewalt ist die Hero Power. Heldenfähigkeit fügt einem verletzten Diener 2 Schaden zu. Okay. Und ich habe auf jeden Fall den gebufft, der mit der Hero Power, dass ich dann Zauber immer wieder kriege. Dann ist die ein bisschen mächtiger. Ist auf jeden Fall gut. Gebt eure Schätze auf! Ihr könnt euch von dieser Welt verabschieden. Das finde ich so nice, ne? Mit dem Bumbots hier. Ah, ich habe keinen One-Drop. Eigentlich ganz nett. Eine Raucherei! Immer doch! Ruf die Jungs zusammen! Oh, jetzt macht er sich Damage. Schön. Nein! Ach, gut. Einer hat nur überlebt. Das ist gut. Oh nein! Ah, gut, er musste viel ausgeben dafür, ne? Für den Spaß. Das muss man natürlich auch sehen. Da ist auf jeden Fall die gebuffte Karte. Die Zukunft gehört uns. Lasst uns handeln. Ihr gebt auf, ich lasse euch am Leben. Eine neue Akquisition. Ich habe meine Beute im Visier. Komm schon. Ah ja, okay. 7, nicht 6. Okay. Ihr wollt ein Zauber wirken? Das will ich auch. Wow. Aber ich muss das hier machen. So, dann habe ich noch hier. Krieg da nochmal ein. Ach, das läuft doch gut, Guys. Das läuft doch richtig gut.
Yep. Meine Augen sind offen. Einfach mal gemacht. Ja, ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Jo. Lasst uns handeln. Eine neue Akquisition. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Das Coole ist, dass der den Buff auch behält. Ah, schon fett. Ihr hattet Spaß. Ja, am nächsten kosten die mehr. Entdeckt einen mit Spott. Dann nehme ich einfach mal das hier. Ich hole einen neuen Zauber. Eine neue Akquisition. Nutzlos. Erbärmlich. Ja, und jetzt ist vorbei für den. Oder auch nicht. Haben wir ein bisschen verbaut, glaube ich. Ihr werdet es nie zu irgendwas bringen. Das übernehme ich. Schön. Hatte ich eigentlich ein Wildtier? Ah ja. Sehr gut. Jack, der Grausame. Wählt eure Beute. Pyros. Feuerball. Antonidas. Das ist natürlich verlockend. Große Zauber. Ja. Oder. Oh, natürlich. Ach, schon wieder Legenden, ne? Hoffentlich rächt sich das nicht. Aber ich nehme noch mal Legenden tatsächlich. Machort bezahlen für Manipulierung von Börsenkurse. Boss Nummer 5, Guys. Heldenfähigkeit. Lasst einen befreundeten Diener auf Aran zurückkehren und verleiht ihm +4/+4. Alter. Ja gut, die Hero Power kostet auch 4, aber das könnte hart werden. Ich glaube, das ist jetzt der erste Gegner, der wirklich hart wird. Rakanishu gegen Monkey Bix. Gebt eure Schätze auf! Aber erstmal abwarten. Ich glaube, ich behalte die Hand so. Manche Dinge sind unverkäuflich. Ist ja auch der Gebuffte und so. Ist schon ganz gut. Ja, die drei Boombots. Aha. Leute kommen zu mir, wenn sie so richtig Kohle scheffeln. Vernichte zu Beginn eures Huges. Was? Nicht zu Beginn eures Huges diesen Diener und erhaltet 8 Rüstung. Ne, das gebe ich ihm nicht. Frage ist: Mache ich eine arkane Explosion dafür? Die beiden gehen da. Ich sollte mich wieder nach Orgrimmar versetzen lassen. So. Ihr habt den Fehler gemacht, zu glauben, dass es einfach wäre. Nee, in dem Fall nicht. Setz den Angriff dieses Dieners. Oh krass, der hat alles so Null-Dinger. Setz den Angriff dieses Dieners über genau so ist auf 4. Die Zukunft gehört uns. Hallo? Ich war noch nicht fertig.
Ah. Ja, hallo, ich war noch nicht fertig. Gott, oh Gott, Ich dachte schon, jetzt wäre es bei mir wieder verpackt oder so. Schön. Ja, ist doch schön. Okay. Ja, okay. Oh, möchtet ihr das anlegen? Wer juckt es in der Hand? Jetzt mal zwei Schaden zu, wenn die einen Schaden erleidet. Genau so war das. Der Schöpfung zurück. Ja, bevor der gleich das Zwirbeln anfängt, mache ich es lieber so. Jedes Mal, wenn ihr Kampfschrei ausspielt, okay. Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Meine Augen sind legen wir besser noch was auf die hohe Kante. Ruf die Jungs zusammen! Ich sage alle gleichzeitig, ruf die Jungs zusammen! Geil. Das ist echt witzig. Wählt ein Schatz. Passiv verdoppelt euer anfängliches Leben. Sehr interessant. Passivfeindliche Diener kosten einen mehr. Auch interessant. Passiv eure Kampfschreie werden zweimal ausgelöst. Doppelte Kampfschreie, aber ich habe gar nicht so viele, ne? Ja gut, hier vielleicht. Aber da bin ich noch nicht zugekommen, da auch nicht. Kampfschreie. Ja gut, hier. Da. Ich habe nicht viele Kampfschreie halt, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass ich hiervon so stark profitieren werde. Ich meine, ich kann natürlich ab jetzt dann mehr Kampfschrei reindraften, aber wir sind schon am fünften Boss. Wie oft werde ich jetzt noch auswählen können? Todesröchel wäre cooler für mich, weil ich habe hier Todesröchel, da theoretisch auch, hier, da nochmal den. Also Todesröchel habe ich echt viel, aber Kampfschrei... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme verdoppeltes Leben, aber... Ja, komm, ich nehme einfach verdoppeltes Leben. Sonst überlege ich zu lang. Legenden. Kann man machen. Elemente oder Geheimnisse. Ich glaube, ich nehme Geheimnisse an der Stelle. Oder Elementare.
schwierig. Eigentlich sind Legenden auch cool, aber ich habe so viele High-Mana-Minions. Na egal. Wirtshaus voll mit zwielichtiger Gestalten. Du, besser aufpassen auf Kerze. Ah ja, also wir können anscheinend nochmal hier in den, in die Kneipe gehen zum Tauschen. Ah, ein vertrautes Gesicht. Das Übliche. Okay. Wählt einen feindlichen Diener, fügt ihm am Deck hinzu. Entfernt alle befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld aus dem Abenteuerdeck. Nee. Wählt einen befreundeten Diener, fügt drei neue Kopien davon eurem Deck hinzu. Verringert die Kosten einer zufälligen Karte in eurem Deck auf null. Oh ja, das möchte ich auch gerne machen. Verleiht einen befreundeten Diener. Ah, das ist schwer. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Die hätte ich eigentlich auch gerne. Die hätte ich echt gerne, wegen Fatigue-Problemen eventuell. Aber ich hätte natürlich auch davon gerne mehrere. Drei Kopien von dem, das wäre schon mächtig, ne? Oder ich buff den einfach. Nochmal. Oder ich buff den, der ist sowieso immer so schwierig zu spielen, ne? Warte mal, ich buffe den. Dann ist das ein 7-7er. Und den 7-7er füge ich noch dreimal meinem Deck hinzu. Genau, da habe ich nämlich drei von den 7-7ern. Das finde ich, glaube ich, noch einen Tacken besser. So. Beehrt uns bald wieder. Ich glaube, das ist besser, weil... okay, sind die jetzt doch 5-5? Ah, nur ein 7-7er. Und 3-5-5er. Schade. Ah, das wäre aber auch zu OP gewesen, glaube ich. Nosari. Heldenfähigkeit fügt einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Oh nice, ich hab den auf der Starthand. So, verdoppeltes Leben auch. Aber kein One-Drop. Natürlich ein bisschen traurig. Er hat schon den ersten von mir kaputt gemacht. Was kostet die? 2. Das geht ja nicht. Lasst uns handeln. Ich lasse euch am Leben. Oh, jetzt hoffe ich, dass er nicht. Genau, das habe ich gehofft. Gehofft. So schwierig. Okay, erstmal gucken, was Poker sagt. Okay, alles klar. Puh, das ist echt schwer. Naja, machen wir es mal. Ihr hattet eure Chance. Eine neue Position. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön.
Blöde ist nur. Eine neue Akquisition. Alter. Meine Augen, ihr hattet eure Chance. Trifft irgendwie nur noch Face, ne? Was macht der? Hier auf die Hand ist. Okay, wobei ich da am Überlegen bin, ob ich das schiebe, das Ding hier. Die Karten? Ja. Okay. Er geht nur face, ne? Anfangen zu traden oder was? Na, ah, Frostnova nehme ich mal. Natürlich. Ja. Das gefällt mir gut. Sieben Schaden. Oh, okay. Okay. Ja, da kann ich mit leben. Oha. Geheimnis, wenn ein Feind angreift, greift er stattdessen zu den Charakter an. Entdeckt einen können wir machen, auf jeden Fall. Finde ich ganz gut. Todesröcheln deckt einen Diener aus jedem Deck auf. Dieser Fluch hat sich zu unserer größten Stärke gewandelt. Eine neue Akquisitionschance. Ich werde eine abschmeißen, leider. Okay. Ihr seid ja nicht willkommen. Ja, es läuft doch. Ja, Maligus ist egal. Ein befreundeter Diener ruft dir eine Kopie herbei. Das ist auf jeden Fall nice. Den können wir mal rausholen. Eine neue Akquisition. Wenn sie nicht gestorben sind, dann. Ah, jetzt ist mein Board voll. Schade. Schade, schade. Ruf die Jungs zusammen! Ja, warum eigentlich nicht? YOLO. Eine neue Akquisition. Eisblock. Ihr hattet eure Chance. For fun. Hältes immun, alles klar. Drache. Gut. Dann den dicken. Das verlogene Welpling. Dies sind nicht eure Verbündeten. Ja, komm. Wenn dann richtig. Verlogener Weltblick. Ach, das läuft doch gut.
Boah, jetzt spielt er immer wieder eine Auszeit, oder was? Wäre natürlich nicht so schön. Eine Rauferei? Immer doch! Nein. Ja, eigentlich okay, ne? Was passiert hier? Ihr hattet eine neue Akquisition. Noch einer wird fallen. Auf sie! Ja, okay. Das ging ja doch einfacher und angenehmer als erwartet. Wählt eure Beute. So, ich darf jetzt nicht vergessen, was hier so meine Aktionen sind. Schicksal, Antonidas, Glyphe, Portal. Das wäre natürlich was. Das wäre natürlich was. Das könnten wir auch hier mit dem Deck gut umsetzen, glaube ich. Dann haben wir Legenden. Ja, nee, das ist genug jetzt. Dann haben wir Beschwörung. Das wäre auch eine Überlegung wert, aber ich nehme Schicksal. 7 von 8, Guys. Aki, der gleiche de Heldenfähigkeit, verleiht allen Dienern auf eurer Hand. What? Allen Dienern plus 1 plus 1. Boah, das ist so ein richtiger Su-Gegner, ey. Rakanishu gegen Aki. Komm schon. First try, win. Das wär richtig nice. Und ich habe hier schon Combo Wombo. Das Licht wird euch keine Gnade. Und den 7-7er behalte ich auf der Hand. Der ist richtig gut. Das heißt, wenn ich den 5er Spell habe, kann ich den schön mit dem kombinieren. Das ist doch sehr cool, eigentlich. Nur... Ja, ich befürchte nichts Gutes. Oh boy. Oh boy. Vor allem der holt die ganze Zeit Drachen raus, ne? Nee, ich greife mal nicht an. Nein, also ich lasse ihn mal angreifen jetzt. Das Licht wird uns führen. Oh, nice, Alter. Habt ihr das gesehen? Ich baller ihm direkt 4 rein. Das war natürlich gut. Komm. Nein. Komm. Den 2. Oder 3. Ja, komm, ist okay. Man darf auch nicht greedy werden, ne? Es ist schon in Ordnung. Nur das wird eine harte Runde. 3 Mana, 7-6. What? Ja, der haut mir den Erzmagier einfach weg. Das macht keinen Sinn. Muss ich lieber versuchen, Lasst eure Stärke im Licht erstrahlen. Okay, das ist mir jetzt auch egal. So, jetzt krieg ich 2 Coins. Ich habe 8 Karten auf der Hand. Ich habe noch 3 Mana. Das heißt, ich könnte 5 machen. Bringt nichts. Ciao.
Nächsten habe ich 6, 7, 8, dann kann ich den spielen. Ja, ich spiele den. Und dann hoffen. 6, 7, 8. Badet im Glanz. Er tradet nicht, ne? Er geht einfach face. Zieh zwei Karten, was ein weniger für jeden Diener, der in diesem gestorben ist. Okay. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. Ich würde gerne pingen. Ich würde eigentlich ganz gerne pingen und den wegholen. Aber dann habe ich nur noch 5 Mana übrig und kann im Prinzip nichts Gutes spielen. Aber egal. Ich hoffe, dass... Alpha. Das ist aber auch derbe. Ja, ja, da hat er keine Lust drauf. Das war irgendwie klar. Oha. Und ist das neue Schwarz. Ja, ich glaube, das wird leider ein Lose. Gibt natürlich alles, aber ich glaube, das gibt keinen. Wie viel hat er jetzt? Ja, ist noch nicht Liesel, aber. So, dass auf jeden Fall die beiden, wenn die hier traden wollen, dass dann down ist, ne, ist klar. Er bufft wieder hoch. 3 Damage. Okay, das war sinnlos, das ist sehr schön. Ja, okay, war doch nicht sinnlos, aber ist okay. Dann wird's echt hart hier. Der Gegner am Zug ist. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Ich glaube echt, ich nehme Frostnova. Ah, ich nehme Frostnova einfach. Mit den niedrigsten Kosten bei den Fischen liegen. Auszeit. Okay. Den würde ich gerne wegkriegen, aber wie, ne? Ich habe ja eh nur einen Spell, also ich kann ja nur Frostklon, nachdem er Gegner. Nee, Eislanze nehme ich, glaube ich, tatsächlich. Effigie wäre auch cool, aber nee, ich nehme die Eislanze. Dann könnte ich den heilen, wobei legendärer, der rauskommt, ist natürlich auch nicht schlecht und den friere ich ein. Magische Bindung. Okay. Eislanze auf den. Den spiele ich. Ich habe die Kraft!
Augen sind. Ich war es. Ich habe sie alle. Ich habe vor nichts Angst. Außer Mäusen. Ja. Ich glaube, ich habe nochmal die Kurve gekriegt. So gerade eben. Baron Geddon. Baron Geddon. Aber allen Charakteren, ne? Maximales Chaos. Allen Charakteren. Oh, Schieb für 0 könnte ich machen. Das Blöde ist, mein Baron Geddon tötet mein eigenes Board, aber... Da gehe ich so hier drauf, weil der ist ja eh Fritte. Okay. Wie viel? So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, zieh du nur. Geh jetzt voll face. Ja. Könnte schon Liesel sein. Ja. Boah, ich habe echt gedacht... Der bedient mich. Ich habe echt gedacht, dass ich jetzt verloren habe. Wählt einen Schatz. So, der siebte Boss ist down. Wir wählen jetzt einen Schatz. Die Kerzen. Zwillingszauber, Zwillingszauber, Zwillingszauber. Fügt allen feindlichen Dienern 3 Schaden zu. Wow. Mutter aller Bomben. Vernichtet alle Diener. Wird zu Beginn eures Zuges erneut gewirkt. Auch nicht schlecht, ne? Also die beiden gefallen mir beide. Ruf der Sumpfkönigin. Verwandelt eure Diener in zufällige legendäre Diener. In diesem Zug wiederholt einsetzbar. Wow! Boah, das ist richtig schwer. Weil ich finde die alle cool. Aber das hier erfordert natürlich ein Board, ne? Und ich weiß nicht, wie der letzte Boss ist, was er macht. Wenn ich natürlich nicht dazu komme, ein Board aufzubauen, dann bringt mir die Karte gar nichts. Kerzen ist natürlich auch cool. Vor allem Zwillingszauber, Zwillingszauber, Zwillingszauber. Man hat halt ganz viele 3 Damage. Allen feindlichen Dienern 3 Schaden. Aber wenn das wieder so High-Minions sind wie beim letzten Boss, dann muss man halt auch beim 10-Mana-Zucht 3 Stück davon spielen. 3, 6, 9. Mutter aller Bomben, vernichtet alle Diener. Wird zu Beginn eures Zuges erneut gewirkt. Das ist halt ein kompletter Board-Clear, ne? Ich nehme das... So. Schicksal. Nope. Zugkraft. Elementare.
Ich nehme Zugkraft. Sein größter, wichtigster Goblin. Erkennbar an dickem Bauch. Der letzte Geist. Handelsprinz Gallivix zur Stelle. Gier ist gut. Passive Heldenfähigkeit. Kauft in jedem Zug für eine Münze eine Kopie der ersten ausgespielten Karte des Gegners. What? Nochmal. Passiv auf jeden Fall. Kauft in jedem Zug für eine Münze eine Kopie der ersten ausgespielten Karte des Gegners. Erste ausgespielte Karte von mir in jedem Zug. Erste ausgespielte, also muss ich quasi die... Da schenke ich ihm am besten irgendeinen Müll. Gebt eure Schätze auf! Wer Dalaran bestiehlt, bestiehlt mich! Wenn ich jetzt das Portal mache, kriegt er auch das Portal quasi. Ich habe aus einer Münze ein Handelsimperium aufgebaut und ihr verschwendet eure so schmählich. Ich mache mir ja nicht gern die Hände schmutzig, aber ich muss meine Investition schützen. Okay, er spielt seine ganzen Münzen. Interessant. Ja, irgendwie war das klar. Richtig gefallen tut mir das nicht. Wow. Kriegt der jetzt eine Münze von mir, die erste ausgespielte? Ja. Ein fairer Tausch. Das ist ja cool. Eine Rauferei! Immer doch! Das heißt, ich kann hier nochmal Gas geben ein bisschen. Ah, komm, komm, komm! Ja! So. Mal gucken. Danke sehr. Das einzige, was blöd ist, wenn er jetzt ein Board Clear spielen sollte, dann ist natürlich bei mir der Drops durch, ne? Nice. Hoffentlich nur kein Board Clear, weil dann ist. Wie lautet das Zauberwort? Tresor. Coin. Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Ja. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, guys. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Trade, ja. Na, oder mit dem Bein. Ich ja wieder zwei neue, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Okay.
episch. Vendetta. Okay, ja, dann machen wir erstmal so. Ist ja klar, kriege ich ja eh 9. Erstmal einen Coin ihm geben, ne? Genau, jetzt kriegen wir noch unseren Extra Turn. Da gehe ich, glaube ich, auch auf Nummer sicher und spiele nochmal hier einen anderen Quatsch. So, dann machen wir das. Extra Turn. Pinge nochmal, gehen mit einem Face. Extra Turn. Krieg ich nochmal 2 Jungs hier. So. Hat er den jetzt auch gekriegt? Nee. Doch. Ah, es ist natürlich blöd. Ich dachte, ich hätte vorher was anderes gespielt. Na. Den hat er jetzt gekriegt. Ihr braucht meine Hilfe. Aha. 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 2:13. Ruf die Jungs zusammen. Nice. Ruf die Jungs zusammen! Das nehme ich euch zum Vorteilspreis ab! Zu sehen, was es sonst in der Stadt zu tun gibt. Okay. Abenteuerbelohnung, die Elemente. 5 Bosse besiegt. Ja, ich habe ja alle besiegt. Alle 8. 8 von 8 besiegt. Das ist natürlich super, super cool. Belohnung für Kapitel 1. 3 Packungen. Die machen wir natürlich auch noch zusammen auf. Keine Frage. Stehen die auf der Kiste voll Gold. Los. Ah, okay, das ist das zweite Ding.
passiert jetzt hier? Ich bin, was ihr ein kriminelles Element nennen würdet. Ah, ich glaube, jetzt kann ich das quasi hier nochmal spielen. Oder könnte. Mit einer anderen Hero Power? Nee, ich glaube mit einem anderen Deck. Ich bin, was ihr ein kriminelles Element nennen. Ah ja, genau, das andere Starter-Deck dann, ne? Ich probiere das mal kurz aus. Da kann ich ja eh nur die Hero Power. Ja, jetzt kann ich die Elemente nehmen, theoretisch. Ja, cool. Gut zu wissen. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und ich finde es super cool, dass ich es direkt im ersten Anlauf geschafft habe. Das ist ja echt mega nice. Ich denke, das war das erste Kapitel schon mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Und dann geht es gleich im zweiten Kapitel weiter. Heroisch. Mal kurz reingucken. Im heroischen Modus sind alle Bosse schwieriger zu besiegen. Aber dafür werden wir auch umso hämischer triumphieren, wenn wir sie aus dem Weg geräumt haben. Okay, interessant, interessant. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen, wie immer. Natürlich auch über Likes, Abos, was halt alle YouTuber wollen. Ich sage das ja in der Regel sehr selten. Aber worüber ich mich wirklich freue, sind Kommentare. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ne? Also wie gesagt, ich mache dann gleich hier weiter und werde dann erstmal Kapitel 2 machen, denke ich. So, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.